Ich habe euch wieder einen Schminkvlog aufgenommen, wo ich ein bisschen rede mit euch und ich würde sagen, wir legen einfach los nach dem Intro. Hallo zusammen, schon zu Anfang den Hinweis für all diejenigen, die jetzt über alte Ernährungsvideos zu mir gestoßen sind. Da habe ich einen Zweitkanal vor über 2 Jahren angelegt und da gibt es die ganzen Ernährungsthemen, da gibt es auch die Food ABCs weiter. Also da habe ich schon einige Videos gemacht und ich verlinke den Zweitkanal mal unten im ersten Kommentar, machen wir es so. Und jetzt legen wir aber los mit dem Schminkvlog, Schminkchat, wie auch immer, das mögt ihr ganz gerne. Ich habe frisch gewaschene Haare und ich weiß, dass einige, die hier sind, eben meinen Zweitkanal nicht gucken, was ja auch in Ordnung ist. Deswegen habe ich 2 Kanäle angelegt. Also ist ja keiner verpflichtet, beiden Kanälen zu folgen. Und wir werden heute einfach mal ein bisschen plaudern. Ich habe im Moment leider eine kleine Haarsituation, kann man an der Stelle sagen. Ich habe das wieder nicht richtig weggekriegt. Seltsam. Naja. Ich habe eine kleine Haarsituation im Moment. Ich habe ja die Pille abgesetzt. Die Pille, das Pille-Tagebuch gibt es auch auf meinem Zweitkanal. Ich habe aber schon mal einen Schminkvlog gemacht, wo ich darüber erzählt habe. Falls du Lust hast, kannst du dir das gerne anschauen. Und da hat sich meine Haut sowas von verändert. Geil finde ich das echt nicht. Ich habe hier auch lauter so trockene Stellen. Also richtig schlimm. So. Und da sind meine Haare heimlich still und leise immer fettiger geworden. Und damit das ist das Gleichgewicht komplett durcheinander gekommen. Also du hast ja ein gewisses Hautmilieu, ist ja so. Also Bakterien, Pilze und so weiter. Das brauchen wir ja, sonst würde das alles nicht funktionieren. Und so wie ich mir das angelesen habe, weil ich ja im Moment keinen Hautarzttermin kriegen kann, ist es so, dass da ein bestimmter Pilz, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, auf der Haut ist. Und der kommt in der Überproduktion und besonders in Verbindung mit Fett. Also da werden die Talgdrüsen werden noch mehr angeregt. Und dann gibt es da diese Situation. Aber das hast du auch dein ganzes Leben schon. Ich habe immer schon Probleme mit Schuppen gehabt, das habe ich auch immer gesagt. Also es war bei mir nie so, dass ich gar keine Schuppen hatte. Und jetzt war es halt ganz schlimm. Durch die Umstellung, durch die hormonelle Umstellung. Das wird oftmals schlimmer durch eine hormonelle Umstellung oder Stress oder so. So. Ja, und dann konnte ich, also wenn du kannst mir auch gerne auf Instagram folgen, da bin ich gerade ein bisschen häufiger wieder unterwegs. Ich versuche ein bisschen auch den einen Account von mir zu verändern, da habe ich eine Zeit lang irgendwie nur Essen fotografiert. Es gibt es schon immer noch, aber nicht mehr hauptsächlich. Und da erzähle ich halt auch viel über die Thematik gerade, weil es halt echt akut ist. Es tut mir bezüglich deren leid, die da nicht so einen Bock drauf haben, kann ich verstehen. Aber momentan ist es halt für mich richtig krass so. Das ist halt einfach echt ein einschlägiges Erlebnis. Nee, einschlägig ist schon das falsche Wort. Also es ist schon schockierend, wenn du siehst, wie stark deine Haare ausfallen plötzlich. Und das war richtig stark, Leute. Also richtig übel.
und du einfach nichts dagegen tun kannst. Und das hat mich schon schockiert. Das hat mich echt schockiert. Jeden Sonntag, wo ich meine Haare gewaschen habe, ich habe jetzt die letzte Zeit, gerade letzte Woche und diese Woche habe ich meine Haare dreimal gewaschen. Jetzt noch nicht dreimal, aber ich will erst wieder am Sonntag Haare waschen. Und ja, das macht die Haare dann auch noch trockener. Mein Therapeut hat auch schon zu mir so gesagt, haben Sie irgendwas mit Ihren Haaren gemacht? Und ich dachte mir nur so, ich glaube, mit meinen Haaren so gar nicht klarkomme. Ich finde das ganz schlimm gerade. Ach so, ich wollte euch ja ein bisschen mehr zeigen, was ich so verwende. Das ist der Alverde. Concealer. Da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Die ist jetzt schon relativ alt. Ich hoffe, da kaufe ich jetzt demnächst mal eine neue und tue die weg. Und zwar Puder. Weil ich das einfach nie so wirklich aufbrauche. Diese Haarauswahl, das hat mich schon so, vor allem das Jucken, das Kopfhautjucken, das war am allerschlimmsten. Du musst halt den ganzen Tag mit dir selber kämpfen, dass du nicht kratzt. Kennt ihr noch, wie es bei den Windpocken war? Ich habe Windpocken relativ spät bekommen, erst glaube ich so mit 25 oder noch, ich war noch älter. Und ich habe ja kaum Kinderkrankheiten gekriegt, ja. Also meine Mama hat das immer so gemacht, dass sie mich mit anderen Kids zusammengesteckt hat, die dann auch krank waren, aber wäre ich nicht krank geworden, ich. Ich habe es dann erst bekommen, wo ich älter war. Naja, auf jeden Fall war es dann so, dass es echt gejuckt hat. Und das hat das letzte Mal so penetrant gejuckt, als ich Windpocken hatte. Und klar, da hat es auch der ganzen Haut gejuckt. Das ist schon klar. Und du kämpfst halt den ganzen Tag mit dir, dass du nicht kratzt. Dann wird das ja noch stärker, das Gefühl, weil du denkst dran. Und das ist ganz übel. Bin ich halt in die Apotheke gegangen, hab mir ein Gift gekauft sozusagen. Also ich habe mir Terazolin gekauft. Und das habe ich jetzt heute schon zum zweiten Mal angewendet. Es scheint was zu bringen, obwohl ich hier schon wieder so eine Stelle habe, die ganz trocken daherkommt. So. Aber die in der Apotheke hat schon gemeint, es dauert halt 2 bis 4 Wochen, bis sich das alles normalisiert hat. Ich bin echt gespannt. Ich werde euch davon berichten. Ich werde hier auf dem Kanal ein Video dazu machen, so, wenn ich es mal in den Griff bekommen habe. Also dazu braucht es noch ein bisschen. Bei mir ist heute so richtiges Regenwetter. Ich weiß nicht, ob man es hören kann. Ein Flugzeug kommt mir jetzt. Aber ansonsten ist es so richtig Ruhe halt bei mir. Ich verwende den hier. Habe ich auch schon vorgestellt. Gibt es auch ein Video dazu. Und jetzt, was mache ich jetzt? Ich nehme standardmäßig eigentlich immer die Palette. Das ist eine alte Palette von Alverde. Oder das hier. Hey, jetzt regnet es ganz schön. Wow. Das gibt es auch noch, glaube ich, über Ecoverde. Das ist von Puro Bio, das ist die Marke. Ich glaube, das Quad in der Form gibt es nicht mehr, aber so ein ähnliches, muss ich mal gucken. Oder müsst ihr mal gucken. So, was mache ich jetzt? Na ja, erstmal das aufs Auge.
Ich hatte mal den Vorschlag unter einem meiner Videos auf dem Zweitkanal, dass ich Mineral-Make-ups testen soll. Es ist das Problem, dass ich mit Mineral-Make-ups, ich habe da ja schon ein Video dazu gemacht, gibt es auch hier auf dem Kanal, zu Angel Minerals, dass ich das Problem habe. Ich nütze es nicht. Ich habe hier ja noch so ein Mineral-Make-up, das hätte ich jetzt auch nehmen können. Egal. Finde ich gerade nicht. Schade. Da ist es. Es ist von Lili Lolo. Nehme ich meistens immer für die Augen bloß. Und ich bin nie so richtig damit warm geworden. Fragt mich nicht warum. Es wäre schon geschickter, weil mir diese normalen Make-ups, die gehen mir halt immer kaputt. Ich habe, glaube ich, noch nie eine Flasche leer gemacht. Weil ich das einfach nicht regelmäßig trage. Ja? Deswegen reizt sich das immer aus, bis es nicht mehr geht. Aber es ist halt auch nicht so in Ordnung für die Haut. Also immer gucken, wie sich die Konsistenz so verhält und dran riechen. Und wenn es mal zu alt wird und sogar noch die Farbe sich verändert, was hat das, was ich vorher verwendet habe, hat das gemacht. Jetzt nehme ich, glaube ich, ein anderes Braun. Ich nehme das Braun. Das ist auch so ein bisschen Standard. Ist auch schon älter. Na, das war mal eine LE, wo ich noch auf LE-Jagd war und das ist echt schon ewig her. Das ist echt schon ewig her. Das ist so ein mattes Braun, aber das macht total fleckig. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Interessant. Dann halt nicht. Dann versuchen wir jetzt das Braun. Das ist immer noch am beständigsten. Auch da geht nicht viel. Es liegt wohl oder übel an dem Lidschatten, den ich gerade drauf gemacht habe. Interessant. Interessant. Schwarz. Schwarz kann ich auch geben, das ist nämlich hier drin. Jetzt sieht man was. So dunkel schminke ich mich eigentlich nicht mehr, weil ich ja eh schon so tiefliegende Augen habe und ich das nicht so schön finde, weil dann wirkt es immer noch tiefer. Ja, das sieht man aber wenigstens. Das ist ja krass. Ich finde das so, wenn man der Hatice wollte ich gerade sagen, wenn man der Hatice zuguckt, die ist so multitaskingfähig inzwischen. Klar, bei mir geht es inzwischen schon auch besser. Das ging ja am Anfang ging es gar nicht. Also ich konnte ja nicht reden und irgendwas machen. Inzwischen ist es schon auch besser geworden. Ich werde jetzt meine Sammlung, also meine Restsammlung, die ich jetzt noch habe, noch weiter minimieren. Weil Fakt ist, ich nütze die Sachen nicht mehr. Übrigens, die von euch, die sich bezüglich des Themas Minimalismus interessieren, das gibt es auch auf meinem Zweitkanal. Ja, das Schwarz sieht man.
Ja, eine Schwarz sieht man, habe ich schon gesagt, ne? Das Thema Haare ist echt so ein schwieriges. Ich weiß schon, warum ich damals die Haare abgeschnitten habe. Also warum ich das zusammengelegt habe. Pille absetzen und Haare abschneiden. Weil es war mir schon klar, dass da einiges gehen wird. Und ich habe ich habe viele Haare, aber ich habe feine Haare. Und durch das sehe ich gleich aus, wie als hätte ich irgendwie einen Stromschlag gekriegt oder so. Also die stehen halt gleich mega ab. Und gestern war es ganz übel. Das ist richtig, richtig übel. Und daher mag ich das eher, wenn ich meine Haare, wie sagt man, nicht verwenden. Wenn ich meine Haare nicht so häufig wasche, dann werden sie kräftiger, dann können sie einfach mehr. Ja. Ich habe übrigens gestern ein Video hochgeladen über das Thema Minimalismus und ob dieser offensichtlich sein muss. Weil viele halt eben über diverse Dinge immer nur so oberflächlich drüber gucken und dann beurteilen, ja, das ist nicht minimalistisch. Meine Schminksammlung ist viel, 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 viel kleiner geworden anhand dessen, weil ich eben minimalistisch lebe. Aber ich bin ja mit der Entscheidung nicht gezwungen, dass ich gesagt, dann gleich alles wegschmeiße. Und das ist vielen halt immer so ein bisschen nicht bewusst, sehen dann etwas, knallen was raus und so oberflächlich betrachtet sind manche Dinge einfach nicht minimalistisch, so beispielsweise meine Schuhsammlung besteht auch noch aus 17 Paar Schuhen, ja. Aber das wird halt mit der Zeit auch immer weniger. Boah, ich habe allein, glaube ich, dieses Jahr 4 Paar Schuhe weggeschmissen, ey. Boah. Und das mache ich halt auch nicht leidenschaftlich gern. Boah, wie das regnet, ey. Bei mir hat jetzt ein Zero Waste Laden aufgemacht, also ein Unverpacktladen. Und da wollte ich eigentlich heute Morgen noch hin, weil der hat immer nur bis um 12 auf, aber das regnet so stark. Es regnet so stark. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Also hier ist genau ein Schatten. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen jetzt hingekriegt. So. Einigermaßen. Dann will ich auch meine Mascaras erstmal wegtun und eine neue kaufen. Weil die sind jetzt auch schon wieder so alt. Passt echt ein bisschen auf mit euren Kosmetikas. Davon könnt ihr unbewusst nach und nach irgendwelche Hautprobleme kriegen, wo ihr denn nicht wisst, woher das kommt. Also das nächste Mal im DM werde ich auf jeden Fall eine Maske mal mitnehmen.
damit ich die hier aussortieren kann. Die und die braune, die ich da habe, die sind beide schon so alt. Ich habe wieder, die ist für mich und für meine Wimpern schon ein Tick zu viel, weil ich hatte echt lange Wimpern und das braucht es halt echt nicht. Mit der, ja, die war okay. Die hat bei mir halt nicht viel angestellt, so farblich gesehen. Na, trend it up. Ich wollte unbedingt eine braune haben, aber durch das, dass ich halt so schwarze Wimpern habe, sieht man das nicht so. Ja, die kommen auch weg. Dann möchte ich einfach noch die restlichen Blushes einfach aussortieren. Weil ich nehme eh immer das gleiche. Ich nehme eh immer nur den und der ist auch schon alt. Ich habe mich jetzt nicht konturiert. Und keinen Bronzer drauf gemacht, weil ich keine Lust habe. So, und genau genommen wäre ich jetzt schon fertig. Ja, super. Dann wünsche ich dir alles Gute. Gib diesem Video einen Daumen nach oben, damit unterstützt du mich. Wir sehen uns in den Kommentaren wieder und ich sage einfach mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.